endlich auch mal wieder in einem Resident Evil Medium zum Auftritt kam. Mit dem letzten animierten Film, den ich allerdings noch nicht gesehen habe. Deswegen kann ich auch nicht sagen, was für eine Rolle sie da genau hat oder ob dieser Film gut ist. Ich habe die beiden vorherigen aber gesehen. Den ersten, der am Flughafen spielt mit Leon und Claire. Der zweite war ja irgendwie so eine Art Prolog für Resident Evil 6. Der war auf jeden Fall schlechter als der vorherige, wie ich fand. Ja, halt alles, was mit Resident Evil 6 im Zusammenhang steht, ne? Ja, die freuen sich ja alle, dass ja alle ausgesperrt sind. Gehen jetzt mal diesen Weg hier zurück, weil hier hatten wir ja eine sichere Route uns geschaffen. Da müssen wir auch nicht durch das Büro gehen, wo die beiden Zombies sind. Der große Mann wird hier nicht auftauchen. Spoiler-Alarm. Aber okay. So. Da müssen wir jetzt einmal hier gleich hier in diesem Raum, wo wir mal zu Anfang des Spiels waren, ganz am Anfang. Oh, scheiße. Ah, den haben wir da von dem Dings weggescheucht. So, denn hier ist nämlich dieser Tisch, ne? Da steht dieser Kassettenrekorder drauf und wir finden Benzin. Interessant. Nehmen wir doch mal mit. Vielleicht könnte es sich eines Tages als nützlich erweisen. Den Zombie, den lassen wir da mal laufen. So, hier ist jetzt alles so fast ziemlich blau, bis auf ganz oben liegt noch ein Kraut rum. Das werde ich mir aber nicht mitnehmen, sonst haben wir alles in der Polizeistation hier eingesackt. Dazu dient dieser Ausflug durchaus auch mal, wenn man irgendwo noch wichtige Sachen mal liegen gelassen hat an Vorräten. Oh, da ist Marvin, den lass ihn mal leben. Lassen wir ihn mal leben. Haben eh nicht die meiste Munition und alles, was wir einsparen können, sparen wir ein. Auch wenn er da oben noch rumkrepiert. Vielleicht kann er ja Fahrstuhl fahren. Vielleicht kommt er uns irgendwann, wenn wir da unten zu lange brauchen, kommt er zu uns. Naja, ich hoffe mal nicht. Ist ja auch ein weiter Weg. Also zutrauen würde ich es ihn in dem Zustand nicht mehr. Aber kann man mal auch sehen, selbst wenn wir ihn hier runtergebracht hätten, was für einen weiten und gefährlichen Weg er vor sich hätte, um hier rauszukommen. Das Ziel war ja, ihn in ein Krankenhaus zu bringen. Krankenhaus in einer Zombie-Apokalypse ist natürlich auch immer der sicherste Ort, wie jeder weiß, ne? Naja. So, dann können wir hier jetzt erstmal. Ah, ne, wir können auch. Wir können eigentlich auch hier besser zurückgehen. Denn da ist ja, glaube ich, noch diese eine kaputte Tür, wo wir das Werkzeug, oder nicht kaputte Tür, sondern dieser kaputte Mechanismus, wo wir das Werkzeug verwenden können. Genau da hinten. Können wir uns da eine kleine Abkürzung schaffen. Ach, scheiße. Oh yeah. Nice. Vorbei. Ja. Oh, scheiße, hier bin ich falsch abgelegen. Ach. Nein! Ach, ich habe auch noch die blauen Granaten ausgerüstet. Scheiße. Ja, okay, gut. Das wird zumindest die beiden da erstmal auffallen, dass wir hier wegkommen. Warum habe ich nicht mal verficktes Messer ausgerüstet, ey? Naja, gut, vielleicht ist auch besser so. Ja, okay. Ja, wir hatten auch noch dieses scheiß kaputte Messer da. Ja, gut, ist okay. Können wir das Werkzeug. Konnten wir dann ja loswerden. Jetzt müssen wir als nächstes da runter.
bevor wir das machen, weiß nicht, sollen wir noch... Ich glaube, ich werde da noch mal kurz eben zur Truhe zurückgehen. Ist wahrscheinlich die sichere, oder ist die sichere Alternative. Eben kurz gucken, vielleicht noch was an Munition mitnehmen oder auf jeden Fall was. Ja. Können wir hier auch gleich den Dinges einmal abladen, den Stecker, den wir schon eingesammelt haben, den Turmstecker. Kurz hier mal untersuchen. Ja. So, fehlen uns... Zwei Stück fehlen uns noch. So, nehmen wir... Ja, das können wir mitnehmen, das ist gut. Die Blendgranaten sind auf jeden Fall auch nützlich für da unten. Heilung bisher... Nehmen wir ein bisschen mehr mit. Das Benzin brauchen wir jetzt nicht. Da haben wir nichts, um es zu verwenden. Eine Pumpgun das zu kippen, wäre wohl nicht so klug. Benzin in eine Pumpgun kippen, ja. Naja, dann machen wir uns nochmal ein bisschen Pumpgun-Munition. Okay, sollte reichen. Mitnehmen vielleicht. Nee, ja, komm. Wir machen uns hier noch ein bisschen Pistolenmunition. Ich werde eh versuchen, da unten weitestgehend ohne viel Munition zu verwenden, durchzukommen. So, wechseln wir mal auf das Messer. Das werden wir wahrscheinlich da auch los, dieses eine Ding. Ist keine ungefährliche Stelle, durch die wir da jetzt durch müssen. Aber okay. Ich denke, wir sind dafür gerüstet. Schätze ich mal. So. Ja. Denn wie ihr seht, hier unten wird es auch ziemlich eklig, was die Umgebung angeht. Ja, ich weiß nicht, was sich hier angesammelt hat an vielleicht Resten aus einer Fleischfabrik oder... Boah, ach du Heilige. Ja. Das ist schon eine dunkle Vorwarnung. Was zum Teufel war das? Oh mein Gott. Es wird ja immer schlimmer. Oh ja. Das war schon eine kleine Vorwarnung, was hier auf uns lauert. So, da liegt auch schon wieder jemand im Wasser am Pennen. Und im Hintergrund hören wir noch einen weiteren davon rumgehen. Ja, das ist nicht ungefährlich hier. Nehmen wir mal die Granate, um Schaden zuzufügen. Ja, das ist jetzt ärgerlich, dass wir diese eine Granate da vielleicht verschwunden haben. Oh, fuck. Jawohl. Okay. Den einschalten wir aus. Jetzt an den restlichen werde ich versuchen, so vorbeizugehen. Sollte mit ein bisschen Glück eigentlich klappen. Ja, besonders so, wenn man an denen vorbeigeht, wo sie ihren kleineren Arm haben, können sie eigentlich greifen. An dem laufen wir so ganz schnell vorbei. Jawohl, sehr schön. Das hat gut geklappt. Das hat echt sehr gut geklappt, muss ich sagen. Hätte ich mir kaum besser ausmalen können. So, jetzt sind wir hier in einem, ja, kleinen Puzzleraum. Nennen wir es mal so. Und ein rotes Kraut. Jo, das können wir doch mal gleich hier mit unserem Grün vermischen. So.
Da hängt jemand ab. Den räumen wir mal aus dem Weg, auch wenn Leon sehr komisch da zielt. So. Damit er uns gleich nicht auf die Nerven geht. So, hier haben wir einen schönen kleinen Irrgarten mit Türen und Schlössern. Und Schachfiguren. Zum einen hier den Damestecker. Oh Gott. Ach, das ist der Penner wieder, der hängt doch. Der müsste doch da jetzt eigentlich drin eingesperrt sein, oder? Ah, Scheiße! Ja. Ist da noch ein anderer? Nee. Ja, komm, ich erlöse dich von deinem Leiden. Mit einem schnellen Schuss in die Rübe. So. Können wir hier einstecken, den Damestecker. So, da liegt noch was. Okay, brauchen wir jetzt nur noch den letzten Stecker hierher holen. Und da haben wir ihn auch schon. So, und jetzt müssen wir nur noch hier rauskommen. Und natürlich beide Stecker hier rauskriegen, ne? Aber nicht nur das, denn da vorne hängt noch was Schönes für uns. Da hängt ein schöner chemischer Flammenwerfer, ja. Schöne Waffe auf jeden Fall. Die wird uns noch großen Dienst erweisen. So. Jetzt müssen wir nur noch hier raus mit den beiden Sachen im Inventar. So, dann können wir den zuerst mal mitnehmen. Dadurch, dass wir uns da eine Tür geöffnet haben, wird das auch ein bisschen einfacher. So, dann müssen wir hier noch den Königstecker reinlegen und dann können wir uns hier quasi, können wir hier quasi außen rumgehen und die beiden wieder dann einsammeln und kommen auch gleichzeitig dann hier raus. Ja, so einfach ist das. Habe ich auch lange Zeit gebraucht, als ich das erste Mal gespielt habe, aber eigentlich ist es relativ simpel. Für jemanden, für mich vielleicht nicht. Egal. So, jetzt kommt was weitaus Gefährlicheres. Jetzt müssen wir nämlich hier gleich durch diese Seuchegrube wieder zurückgehen. Und da haben wir schon recht unangenehme Geräusche und sehen da auch jemanden. So, wenn der jetzt ein bisschen Glück taucht, der jetzt ab. Ja. Können wir jetzt ganz schnell... Scheiße. Shit. Ja, das hat nicht so ganz geklappt. Aber dafür haben wir die Blendgranaten. Dann können wir jetzt besser hier an seinem Arm vorbeigehen, mit dem er nicht so ausholt, was ich gerade nicht schaffe. Aber wir sind vorbei. So, an dem auch noch schnell. Sehr gut. Jetzt sind wir fast hier raus. Das Gefährliche ist bei denen, wenn die geblendet werden, dann hauen die mit ihrem Arm immer so ein bisschen um sich. Womit die einen dann auch erwischen können. Nicht ganz ungefährlich. Aber okay. So, da haben wir jetzt noch einen. Da nehmen wir wieder eine Blendgranate. So, wir lassen den einmal ausholen und dann gehen wir an seinem kleinen Arm vorbei. So sieht das aus, wenn das gut läuft. Und spart jede Menge Munition. Ja, sehr schön. Hat uns zwei Blendgranaten gekostet, die können wir entbehren. Das sind eigentlich auch die Sachen, die ich am ehesten für Abwehrarbeit nutze. Wow, Scheiße! Jetzt ist der Penner doch noch aufgestanden. Ja, da habe ich ein bisschen zu früh gefeiert. So, sind wir auf Rot, dann ist mal wieder Zeit, eine Heilung einzulegen.
gut, ist jetzt auch egal. Den lassen wir da unten liegen, da müssen wir eh nicht mehr lang. Jetzt müssen wir erstmal zurück zu unserem schönen Puzzle mit den Steckern. Die müssen wir nämlich jetzt reinstecken. So, erstmal wieder ein bisschen Zeugs abladen. Den Flammenwerfer brauchen wir nicht. Das können wir hier kombinieren. Rest können wir eigentlich erstmal, glaube ich, so lassen. Wir sind ja eh jetzt hier noch am Werk. Das Messer umwechseln, bevor ich das wieder vergesse. So, jetzt geht's hier ans Eingemachte. Jetzt müssen wir hier die Figuren richtig zuordnen. Bei manchen Sachen hängt ein Zettel dran, wie wir das da reinstecken müssen. Natürlich nicht bei allen, aber da ist ein Hinweis direkt an der Wand. So, den Nightplug können wir da einstecken. So, der Bauernstecker oder Rookplug, wie er auch genannt wird. Der passt da eigentlich schon. Ich will nur einmal alle untersuchen, dass wir die auch mit Namen im Inventar drin haben. So, ja, oder Pawnplug. So, bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Okay, Turm und das heißt, der Turm muss zu unserer Linken dran, weil der Springer hängt da ja schon. Das steht ja eigentlich schon mal fest. So. Dann war das ja Turm und Dame haben sich gegenüber gelegen. Dann war ja der Läufer, sollte ja nicht an derselben Wand wie der Dinges sein. Müsste das eigentlich schon so passen. Yep. Easy money. Okay. Bin fast da, Ada. Ja. Falls sie nicht schon zwischenzeitlich an Blutverlust oder ja, verstorben ist oder so.